Der All-Terrain Recon Transporter oder kurz AT-RT war ein zweibeiniger Kampfläufer der Galaktischen Republik, der sich durch seine Wendigkeit, Flexibilität und Vielseitigkeit perfekt dazu eignete, um feindliches unbekanntes Gebiet auszukundschaften oder aber auch dazu diente, Polizeiaktionen in dicht bewohnten Gebieten zu unterstützen. Übrigens, dieses Gefährt diente als Grundlage zum späteren imperialen AT-ST. Mit Hilfe eines bereits integrierten Terrainscanners sowie einem Steuerungs- und Navigationssystem war es diesem Gefährt möglich, sich schnell über ein Gelände fortzubewegen und wichtige Informationen sofort an die Kommandozentrale zu übertragen. Seine Höchstgeschwindigkeit betrug durch sein geringes Gewicht bis zu 70 km/h. Der Nachteil des AT-RTs allerdings lag, wie man natürlich sieht, an seiner extremen Verwundbarkeit und schwachen Panzerung. Die größte Schwachstelle des AT-RTs war der Pilot selbst, indem dieser auch mit einem einfachen Blasterschuss getötet werden konnte. Und damit, mit der Einleitung, zeige ich jetzt hier das Set der 501. Legion. Set Nummer 75280, Clone Troopers der 501. Legion, hat 285 Teile, 4 Minifiguren, 4 Clone Trooper plus noch 2, je nachdem ob man die als Minifiguren mitzählt, 2 B1 Kampfdroiden, also sagen wir mal 6 Stück insgesamt, und dazu bekommen wir dann eben noch 2 Fahrzeuge der 501. Ja, 29,99 UVP. Aktuell gibt es das Set allerdings dann schon für 22,99 bei vielen Händlern, inklusive Amazon. Die Kampfdroiden brauchen wir jetzt nicht wirklich einzugehen, die kennt ja jeder. Das sind die ganz normalen Standard B1 Droiden, mehr Besonderes haben wir jetzt nichts an sich. Jetzt nehmen wir die mal raus und wir fangen dann zuerst mal mit den Minifiguren an. Wir haben hier einmal einen Jet Trooper. Natürlich, wie der Name sagt, hat er auch einen Jetpack. Und er hat eine besondere farbliche Auffälligkeiten, eben die zweifarbigen Arme und eben am Helm die Markierungen. Sieht ganz gut aus. Ist jetzt nicht mein Favorite Farbmischung von Blau und Rot, aber ja, sieht trotzdem gut aus. Dann haben wir hier zwei generische 501. Legion Truppen, einen mit einem langen Blaster mit einem Aufsatz obendrauf und ja, der andere ganz normal. Von den Helmen her finde ich die richtig gut gemacht, richtig gut getroffen, gefallen mir wirklich sehr. Klongesichter sind die ganz normalen, die normal schauen. Mit einem schönen braunen Teint oder karamellfarbenen Teint. Dann haben wir natürlich die vierte Klonfigur, habe ich mal hier oben drauf gesetzt. Er hat hier hinten dann noch einmal ein Fernglas und da hinten eben noch so ein Blaster dafür. Das wäre es dann zu den Figuren. Dann geht es weiter mit den Fahrzeugen und da würde ich mal sagen, fangen wir mit dem Barkspeeder zuerst mal an. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus, auch gut getroffen. Allerdings, ich persönlich finde den Barkspeeder ein bisschen zu lang. Der hätte da ruhig ein bisschen kürzer ausfallen können, weil im Verhältnis zum AAT von 8018 zum Beispiel, oder auch jedes sämtliche andere Set, wirkt er schon ein bisschen zu lang, zu groß. Dafür, dass es eigentlich ein normaler, fragiler Speeder sein sollte. Nichtsdestotrotz finde ich den auf jeden Fall sehr schön gemacht, gut getroffen. Und ja, hier vorne hat er halt eben die zwei Stud-Shooter. Ja, unnötig die Stud-Shooter, aber ja, das war halt wieder eine Zeit, wo es damals öfters reingebracht worden ist, obwohl es eigentlich niemand wollte, aber ja. Genau, da haben wir dann eben hier vorne noch die Steuerung. Mal Lenkung oder sowas und ja, schönes ja, Speeder. Dann haben wir hier den AT-RT und
Jeder, der halt den AT-RT kennt, dem wird auf jeden Fall auffallen, dass der AT-RT hier ja, viel zu groß geraten ist. Der sollte eigentlich wesentlich kleiner sein und nicht so. Weil normalerweise ist er vielleicht ungefähr in der Höhe von der Minifigur und nicht das hier. Aber ja, jetzt schauen wir mal erstmal kurz den AT-RT hier an. Im Detail. Und zwar, er hat auch sehr übergroße Füße. Nichtsdestotrotz finde ich die gut designt. Dann geht es halt hier hoch zu den Beinen. Dann haben wir halt natürlich wieder auch einen Stud-Shooter und der AT-RT hat eigentlich kein so ein kurzes Geschoss, sondern eher eine richtig lange. Richtig lange. Wie soll man sagen? Ja. Ein langes Mündungsfeuer oder sowas. Und nicht dieses kurze hier etwas. Dann hat er hier bedrucktes Cockpit. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Figur passt auch ganz gut rein. Ist auch gut geschützt hier. Da hinten die zwei Antennen. Das passt auch soweit. Und wie gesagt, hier haben wir halt einmal das Fernglas. Und dann hier noch die Blaster, wo der Trupp die hier ablegen kann. Und ja. Gemütlich auf diesem zweibeinigen Hühnchen da fahren kann. Ja, und was auch ein bisschen komisch eben auch eben wirkt, ist hier der breite, plattenartige Bereich. Passt überhaupt gar nicht, finde ich. Also es müsste eigentlich nur das hier sein. Nur diesem Bereich. Dann wäre es ja gut, aber was die freien Stellen hier komplett soll, verstehe ich. Hat mir auch damals, ich habe mir das Set ja schon vor einem Jahr habe ich mir mal auch schon mal gekauft. Und das hat mir schon damals nicht so wirklich gefallen. Also, es wirkt irgendwie ein bisschen. Ne, wirkt ein bisschen unproportional. genau. Aber zum Glück, wie ich in einem Video davor ja bereits gesagt habe, kann man aus dem Set viele andere verschiedene Mocs rausmachen. Eben wie den Republic Fighter Tank, der 500 im 501. Style, das Republic Gunship in 501. Style. Oder neuerdings gibt es dann auch zum Juggernaut in 501. Style. Ja, oder natürlich, das habe ich mir selber auch vorgenommen jetzt dann, weil ich habe mir ja zwei Stück davon gekauft. Ein Alternative Build zum AT-RT, damit der wesentlich kleiner ist. Und selber habe ich mich mal dran gemacht, obwohl ich eigentlich relativ kreativlos bin in sowas. Habe ich mal selber versucht, den Barkspeeder in seiner Länge zu verkleinern. Und ja, das würde ich jetzt mal gleich mal zeigen. So, und das habe ich daraus gemacht aus dem zweiten Set. Mein Alternative Build, inspiriert von anderen Mocs natürlich. Und zwar haben wir jetzt hier eben einen verkleinerten AT-RT. Ungefähr so, wie er sein sollte von der Größe her. Natürlich ist er ein Ticken noch ein bisschen zu hoch, aber sonst könnte man halt die Beine jetzt nicht dann eben so bewegen. Den AT-RT ist mal soweit inspiriert von einem anderen YouTuber, den werde ich dann auch noch in der Beschreibung verlinken. Was ich aber versucht habe, selber nach bestem Gewissen zu machen, ist halt der Barkspeeder hier. Den habe ich verkürzt. Wenn wir den mal einmal vergleichen, dann sehen wir auf jeden Fall, der hat hier in der Länge jetzt. So. Der hat hier in der Länge auf jeden Fall jetzt gute. Wie viel sind das?
3 cm weniger. Und auch jetzt keine lange Schnauze, obwohl die lange Schnauze schon gut aussah. Im Vergleich jetzt zu der kleinen, aber ja. Wenn ich es kürzer haben möchte, will, dann muss ich halt den Teil hier vorne dran setzen. Den hinteren Part habe ich soweit mal im Großen und Ganzen mal so belassen. Wie man halt dann eben auch sieht. Genauso wie hier vorne. Die Spitze ist auch noch gleich geblieben, außer die Geschosse. Da habe ich die Stadtshooter verbunden mit diesen Schwarzlichtschwertgriffen. Damit es halt ein bisschen hier auch länger ist. Genau. Finde ich eigentlich ist soweit ganz ordentlich gelungen. Ich nochmal eine Frontansicht. Und wenn wir da schon dabei sind, da habe ich dann eben die restlichen Teile für diese Barrikade hier benutzt. Alles Mögliche, was ich halt da rausgenommen habe, sind dann eben zwei dieser Beine da, die zu dem AT-AT halt gehört hätten. Zu dem ganz großen. Da machen wir auch mal gleich einen Vergleich. Ja. Und zusätzlich habe ich da noch hier so eine Art Kommunikations-Mini-Station halt gemacht. Ja. Also aus den restlichen Teilen kann man da schon irgendwas, was auch einem einfällt und was einem die Teile hergibt, dann auch machen. Dann eben kommen wir jetzt zu dem AT-AT. Den lasse ich jetzt mal einfach mal in dieser Position. So. Der hat hier dann auch wie der andere ein schwenkbares Geschütz, aber eben ist es hier lang und ist zwar kleiner geworden, aber der ist auch viel fragiler geworden. Beziehungsweise hier oben, das hält relativ locker geklemmt und ja, der kommt dann neigt sich ganz schnell nach runter, wächst dem Gewicht vorne halt auch. Also bei einer kleinsten Bewegung immer wieder mal, dann geht er immer ein bisschen runter. Dann, was halt bei den Füßen habe, die Füße habe ich selber umgebaut, so wie es mir am besten gefällt. An sich finde ich auf jeden Fall die Konstruktion oder halt das Optische sehr gelungen. Gefällt mir auch auf jeden Fall sehr und man sieht ja schon durch das kleine Bewegen schon, sackt er ein bisschen ein. Aber ja, gut. Würde jetzt als stehendes Modell jetzt, glaube ich, nicht so passieren, eher wenn man eben die ganze Zeit damit spielt, bewegt oder halt, ja, Stop-Motion-Videos drehen will damit, dann wird man da vielleicht nach einer gewissen Zeit ins Schwitzen kommen. Dann machen wir natürlich, darf ich nicht vergessen, den Vergleich zu dem Originalmodell und da sieht man halt einfach mal, wie unterschiedlich das gleich mal aussieht. Stellen wir nochmal hier die Figur daneben oder halt dazu vorne dazwischen. Da sieht man halt gleich, wie übergroß der AT-AT hier ist. Weil hier ist er ja schon ein bisschen größer als er eigentlich ist. Nichtsdestotrotz, es ist tausendmal akzeptabler, tausendmal besser als diese übergroße Variante. Der ist natürlich viel stabiler und so. Der kann ruhig locker häufiger mal umfallen als der hier jetzt, wo dann gleich was, irgendein kleines Teil abfällt. Ja, aber mein Gott, der AT-AT Klonus-Serien oder generell, der ist halt einfach schnell und leicht zerstörbar. Also, der hält nicht viel aus. Und ich finde dieses Alternative-Build tausendmal besser, diesen Mock besser als das Originale. Und den werde ich dann wahrscheinlich dann auch zu dem kleinen hier umbauen. Und das ist halt das Gute an dem Set, dass die Teile, die dort verbaut sind, dass die sich super eignen, um das Originale umzubauen, um sich selbst dann seine eigenen Fahrzeuge oder was auch immer nach seinen Vorstellungen oder seinen Wünschen umzubauen. Natürlich für den Republic Fighter oder nee, fürs Republic Gunship zum Beispiel brauche ich dann mal 4 von den Sets. Um den zu bauen oder den ATTI, ich weiß da gar nicht mal genau, wie viele man da bräuchte. Aber ja, wenn man mal sagt, auf eBay kauft man für 20 Euro so ein Set, gebraucht bestimmt für 15 Euro.
Dann kommt man da ganz, ja, kauft man sich 4 Stück, 40, 60 €, kann man sich dann gleich eine 500 erste Gunship zusammenbauen und hat dann auch, je nachdem, welcher Verkäufer gerade anbietet, dann nochmal 4x4 500 erste, 16 500 erste Truppen gleich oben drauf. Und ja, 8 B1 Kampfdruiden dazu. Also es ist auch kein Wunder, weswegen sich das da gut verkauft hat und immer noch gut verkauft, berechtigt immer noch im Sortiment drin. Ist jetzt mittlerweile auch schon ausgelutscht, aber wenn es jetzt nicht da wäre, dann wäre wahrscheinlich das Verlangen nach einem anderen 500 erste Set wieder groß oder dieses 500 erste Battle Pack würde nicht mehr 20 € auf eBay kosten, sondern wahrscheinlich dann auf 40, 50 hochgehen bestimmt. Wenn es nicht mehr in so einem Sortiment sein wird, beziehungsweise jemals sein sollte. Ja, soweit war es das eigentlich auch schon. Ich finde, das 500 erste Set hat sich auf jeden Fall gelohnt. Auch die 2 Stück, weil 2 AT-RTs sind nicht schlecht, kann man immer gebrauchen für seinen Klonami. Deswegen und eben, dass man auch dann die Barrikaden hier noch extra machen kann für den Außenposten oder was auch immer, was ist auch ganz toll, ganz gut. Und natürlich dann eben 2 Kampfdruiden obendrauf. Ja, mehr kann ich dazu auch nichts mehr sagen. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder einen Kommentar. Abonniert auch gerne dann den Kanal, wenn ihr schon dabei seid. Genau, schaut auch gerne auf mein Instagram-Profil vorbei. Falls euch das gefällt, was ihr dort seht, lasst gerne dann ein Follow da. Ansonsten vielen Dank dann nochmals fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Und ja, bis zum nächsten Video, beziehungsweise bis zum nächsten Review zum Y-Wing. Bis dahin.